Hallo, willkommen zu der Bewegungslektion. Functional Training, und das geht den Monat. Ich habe euch ein paar Übungen zusammengestellt, dass ihr so ein bisschen wisst, was es geht und was damit gemeint ist. Und einfach mitmachen, selber mitmachen, sollte auf jeden Fall Spaß machen. Functional Training ist das Training im eigenen Körpergewicht oder mit einem Teilgewicht. Wenn ihr Anfänger sind, macht es Sinn, dass ihr zuerst mal mit dem eigenen Körpergewicht anfangen. Und um das machen, tut ihr jetzt mal ein bisschen aufwärmen, also die Schulterkreise, die grossen Schulterkreise machen, Stoppeln ein bisschen breiter, was tiefgelenkig ist, ein bisschen ankommen, ein bisschen wärmer, Schultern locker, den Blick heben, das Brustbein schütteln, weg, Hände kommen ins Brustbein und du kommst mal tief in die Squats. Mach das Squats mal nur in deiner Höhe, dass du da kannst oben machen kannst. Wenn du wieder trainiert bist, kannst du weiter runter. Dann kannst du mal ein bisschen wieder für 3, 2, 1. Du machst im Functional-Training viele Variationen, kannst du machen. Immer wieder mit der Fantasie. Selber ein bisschen etwas ausprobieren, zum Beispiel eine Schrittvariation. Auf die Seitenübeli. Genau. Lieben ein bisschen. Du hast daheim natürlich coole Musik dazu. Dann geht alles nochmal ein bisschen einfacher. Das weiß ich schon. An der Seite ist es auch möglich. Mit dem Schrittwechsel. Immer ein bisschen lieber. In der Oberschenkelkraft drin. Was haben wir noch drin? Das Popo ist noch drin, das Gesäß ist noch drin, der Rücken ist noch aktiv. Und Schultern hast du immer entspannt, ganz wichtig. Das wäre zum Beispiel eine Übung, die möglich wäre. Oder einfach lieber. Gut. Tempo-Variation. Langsam. Langsam, schnell. Gut. Gut. Langsam, slow. Tief. Lieber. Tiefer. Ja, yeah. So gut. Okay. Das breite Squat. Stell dir vor, du hast hier einen Ball in der Hand. Kommst vor, kommst zurück. Da ist der Ausfallschritt drin. Vor, zurück. Vor, im Wechsel. Zack. Auch da hast du natürlich viele verschiedene Variationen zum Glück mit dem Schritt vor und zurück. Lieber. Zack. Lieber. Und wechseln. Let's go. Immer so das Gefühl haben, du hast einen Ball in der Hand. Kannst hier ganz coole Geschichten machen. Zeig dir mal etwas anderes. Zum Beispiel vor. Rotation, zack, zurück, vor, Rotation und zurück. Okay, was hast du drin? Oberschenkel, Zähne drin, du hast viel Stabilisation drin, da musst du rotieren und natürlich auf ein Bein, zack, zack. Okay, dann zum Beispiel kannst du auch einen Schritt nach vorne machen. Wir nehmen noch den Ball in der Hand, machen einen Standwalk, kommen zurück, dürfen den Ball, sagst du gerne zur Seite, Standwalk, zurück, dürfen den Ball, Standwalk. Kraft und Gleichgewicht. Weil du ja in deinem Training immer so viel alles drin hast. Tief und gut. Sehr gut. Das sind so Varianten. Dann nehmen wir auch den Ausdauer in dem Training. Das kannst du machen über das einfaches Running oder Kids Hit. Rampen mal. Auch das ist möglich in dem Training. Was du
Was du gerne tust, was du gerne machst, da hast du wirklich die Wahl. Oder das Skater mit diesen Sprüngen auf die Seite. Auch das ist etwas sehr Cooles. Und jeder macht das so, wie er Kraft hat. Voilà. Das sind die Sachen im Store. Da gibt es natürlich noch ganz viele mehr Varianten. Sagt sie das noch eine, tief, wieder hochkommen und wieder tief und wieder tief, letztes Bein. Ja. Gut, kannst du tief bleiben. Dann natürlich auch die Liegestütze, wo immer sehr bekannt ist und jeder das so kann machen, wie es für ihn geht. Da gibt es Variationen von engen, mit engen Armen, mit Bleiben, Hochschieben. Es gibt Variationen mit breiteren Armen. Es sind dann einfach immer mehr andere Hauptmuskeln drin, wo du so trainieren durch Variation in der Streckung mit einem schön gestreckten Rustbein tief gehen und wieder hoch. Da hast du noch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Machen auch immer wieder einmal eine Gegenbewegung mit den Schultern. So ein bisschen Schultern entspannen. Dann auch Variationen sind Plank, gehen einfach da alle in die Streckung hineinkommen. Auch da ist wichtig, das Brustbein ist gehoben. Da gibt es Übungen, zum Beispiel Fußlüpfen. Wer mehr will, Hand- und Fußlüpfen. Auch da könnt ihr ein bisschen spielen. Cool an dem Training ist, dass du sehr viele Muskeln brauchst und mit relativ wenig Aufwand schon recht weit kommst. Sitzstütze kannst du machen mit gestreckten Beinen oder mit angezogenen Beinen, mit dem Dip, wieder hoch, Dip, hoch, Dip. Hoch oder Bein füllen, Bein zurück. Auch da hast du ganz viele Varianten zur Verfügung. Da geht es einfach auch in dem darum, dass ich dir ein paar Sachen vorstelle, die du dann kannst machen. Genau, dann zum Beispiel auch noch eine Kraftausdauer. Wer da würde ich sehr cool finden, Mountain Climber, der ist auch noch sehr genial, gell? Mache ich noch gerne. Auch da hast du so die Tempo-Variationen. Schnelle, langsam. Genau. Da kannst du auch alles Mögliche nachstellen. Mach du 20 Minuten Vollgas und dann wirklich das Pulstraining. In der halben Stunde schon besser. Ich würde sagen, zusammen noch. Ich drehe mal sogar. Mit so einem Muskel ist es dann wirklich effizient und man muss gar nicht so wahnsinnig viel mehr machen. Dann haben wir noch, auch das gehört zum Functional, das Bauchtraining. Da schaust du einfach, dass die ganze Bauchplatte schmal wird. Das heisst, lieber nicht den Bauchnabel einziehen, sondern wirklich schauen, dass die ganze Bauchplatte schön flach bleibt, wenn du hochkommst. Das heisst, vielleicht siehst du es von mir, dass der Bauch nicht rausgeschoben wird, sondern da flach bleibst. Und zwar den ganzen Bauch. Da hast du natürlich das Gänsch. So viele Varianten, so Verfügung, so viele Schichten zur Verfügung. 90 Minuten Position. Es wird ein Frau im Strang, du musst dir vorstellen, je mehr Muskeln du reinnimmst,
desto strenger wird die Übung. Also wenn ich Beine vertone, brauche ich natürlich mehr Muskeln, als wenn ich Beine unerlaube. Auch da, man, da gibt es so viele Sachen. Findest du auch coole Geschichten auf dem Internet. Ich würde vorschlagen, vielleicht zuerst mit einem Training zu starten, wenn du neu bist, dass du so viel kannst ausprobieren, was du passt, dass man für dich ein cooles Training zusammenstellen kann. Das macht sicher Sinn. Hauptsache anstecken lassen und mit viel Spass verbinden. Das ist es, der Monat Function Training, let's go, Vollgas und ganz gute Zeit und für die Freude, wenn du mit dabei bist.